unserer WG wird nie wieder die gleiche sein. Schnick, schnack, schnuck! Was soll das sein? Das ist ein Lichtschwert. Die Waffe eines Jedi aus einer zivilisierteren Zeit. Ich habe einen Spiegel. Der spiegelt dein Lasermesser zurück und du zersäbelst dich selbst. Aber... Nix, aber ich habe gewonnen. Wir gehen Schlittschuh fahren. Mann, muss das sein. Ja? Oder willst du lieber ins Insektenmuseum gehen? Nee, ich hasse es, wenn es kribbelt und krabbelt. Halt! Stopp! Aus! Abseits! Hey, Tommy, alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Rate mal, was ich gerade von dir gesehen habe. Ich schwöre, ich habe das nur ein einziges Mal gemacht, Malte. Das waren ja über 100 Videos. Spinnst du? Warst du an meiner Festplatte? Ich rede von deinem Zweitkanal, Mann. Oh. Oh. Ja, das ist doch nichts. Hä? Tommy, du hast einen YouTube-Kanal? Nee, er hat ja sogar zwei. Und was machst du da? Tommy Tua Ling Ling, Comedy für... Ich bin echt schockiert, dass ihr das nicht wisst. Ja, aber auf deinem Zweitkanal, da machst du ja was ganz anderes, oder, Kollege? Was machst du denn auf deinem Zweitkanal? Die Schlittschuhe, Hannah. Wo haben wir die? Oh, also gehen wir doch, super. Was machst du auf deinem Zweitkanal? Da mache ich nichts. Da habe ich mal Let's Plays gemacht. Übel episch! Dass Tommy nett ist, das wusste ich ja vorher schon. Aber dass er heimlich Gamer ist, ist einfach 10 von 10. Geil! So. Tommy Tua Ling Ling, der Zockerboy. Jetzt sind die Schlittschuhe ja auch im Flur. Jetzt lenk mal nicht ab. Wieso hast du nichts in deinem Zweitkanal erzählt? Ich bin halt nicht dazu gekommen. Das kannst du nicht wissen, aber bevor du eingezogen bist, haben Malte und ich drüber gesprochen, wie der perfekte Mitbewohner aussehen könnte. Und da hat Malte gesagt... Weißt du, was richtig geil wäre? Irgendjemand, der mit mir zocken will. Aber du willst doch mit ihm zocken. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Ich will doch mit dir zocken. Aber Malte hat gesagt... Weißt du, was richtig geil wäre? Irgendjemand, mit dem ich zocken will. Ich glaube, er ist einfach genervt, weil ich immer gewinne. Aber... Ich glaube auch, dass du mir glauben kannst, dass er glaubt, dass du der perfekte Mitbewohner bist. Ich? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Außerdem bin ich echt super schlecht im Spiel. Tommy, darum geht's doch gar nicht. Malte will einfach Spaß haben beim Zocken. Ich habe Multiplayer mit meinen Freunden gezockt. Da ging's um nichts. Malte ist so viel besser als ich. Ich kann dich nicht zu deinem Glück zwingen. Wenn du ihn besiegst, also gewinnst, dann hast du eh schon verloren. Ich gehe mal meine Schlittschuhe im Flur suchen. Tommy, du kannst es nicht wissen. Aber bevor du eingezogen bist, habe ich mit Hannah so darüber gesprochen, wie ein perfekter Mitbewohner aussehen könnte. Ich habe so gesagt, weißt du, was richtig geil wäre? Jemand, der mit mir zocken will. Und ja, Hannah will mit mir zocken. Aber ich habe dann gesagt, weißt du, was richtig geil wäre? Jemand... Mit dem du zocken willst. Ja, genau! Man, du verstehst mich übel gut, weil du so ein empathischer Kerl bist. Das liebe ich so an dir. Du bist quasi der Bro, den ich immer haben wollte, aber nie hatte. Und was ist Hannah? Der Bro, den ich immer hatte. Aber mal ernst beiseite, ich habe eine Kiste voller gebrauchter Games gekauft. Hast du Lust zu zocken? Och, ich weiß nicht. Komm schon, ich hol die Games. Na, wir machen einen entspannten Männermittag und schauen auf einmal. Okay, ich hol Fruchtgummis und Lakritz. Salzblitze. Und saure Schlängels. Von mir aus. Ich hol die Games, du holst die Snacks. Auf die Plätze, fertig, los. Na, hast du deine Schlittschuhe schon gefunden? Nee, ich suche Salzblitze und saure Schlängelis. Weißt du, ob wir noch welche von den Kleinen haben? Nee, keine Ahnung. Ich brauche unbedingt Salzbrezeln. Malte und ich machen nämlich einen Männermittag. Oh, das freut mich aber für dich. Ah, super. Tommy, mein rechter Platz ist frei. Ja, aber du denkst trotzdem an unsere Verabredung, ne? Ja. Tommy. Ja. Wichtigste Frage zuerst. Hast du schon mal Zelda gespielt? Ein einziges Mal, als Niklas da war. Nein, ich meine das originale Zelda. Du wirst es lieben. Tommy Ralf Josef, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Hm? Malte Tillmann Marian. Wo sind bloß diese Schlittschuhe? Boy, oben links. Boy am Wald gesichtet, Malte. Nice. Jungs, ich muss mal kurz durch. Ich habe meine Schlittschuhe immer noch nicht gefunden.
Du, Tommy? Du kannst da Sternenstaub einsammeln. Oh, geil. Tommy? Junge, was? Ob du deine Schlittschuhe schon gefunden hast? Nein, wozu? Ich habe Rocket Boots equipped. Ja, damit wir gleich aufbrechen können. Wenn du nicht aus dem Bild verschwindest, dann breche ich gleich auf jemanden. Ich weiß, es kommt immer so rüber, als wäre ich übel der Einzelgänger, aber das ist gar nicht bei Nature so. Das liegt nur daran, dass Tommy und Hannah sich immer vorher zusammenraufen. Und es ist wirklich schön, einmal auf der anderen Seite zu stehen. Ja, ich wünschte, ich könnte die Zeit anhalten. Junge, was? Sag mal, was machst du eigentlich am Wochenende? Nichts. Hast du da vielleicht Lust bei Netz? Weiter, schwimmt eine einbeinige Ente im Kreis. Ist echt schön, dass ihr so viel Zeit habt. Ich habe übrigens momentan auch sehr viel Zeit. Das ist super, dann kannst du ja all die nice Sachen unternehmen, für die du sonst keine Zeit hast. Geil, ein Tigerfell. Junge, was war das? Das ist ein Tigerfell, das habe ich eingesammelt, das ist gegen die Kälte. Junge, Emily läuft nicht im Spiel. Normalerweise läuft das so ab. Hannah ist traurig, mir ist es Wurst, du tröstest sie und die WG ist gerettet. Okay. Ja, jetzt war es so, Hannah ist traurig, mir ist es Wurst, dir auch. Willst du mir etwa meinen Rang als WG-Oist ablaufen? Dann bin ich halt ein bisschen wie du und ist doch kein Beinbruch. Komm, zock weiter. Oder bist du Niederlagen nicht mehr gewöhnt? Du wirst doch nicht der perfekte Mitbewohner, nur weil du mit mir zockst. Dem Tommy, den ich kenne, sind seine Mitmenschen nicht egal. Und schon gar nicht der kleine, abgebrochene, blonde Zwerg, der bei uns wohnt. Und stattdessen sammelst du jetzt hier 8-Bit-Tigerfelle. Das Ding hat nicht mal Streifen. Was ist aus mir geworden? Tommy, geh einfach rüber und entschuldige dich. Alter, sorry, ich muss unseren Männertag abbrechen. Ich habe Hannah was versprochen. Das Tigerfell gehört also mir. Wer ist denn der Idiot, mit dem Malte da zockt? Also, so ein Rüpel würde ich ja nicht nochmal in die WG einladen. Sehr funny, Tommy. Hanna, ich war ein einziges Mal nicht der Fußabtreter von Malte und... Und dafür war ich deiner. Ich weiß, ich habe es absolut überhaupt nicht verdient, aber hättest du trotzdem noch Lust, Schlittschuh fahren zu gehen? Nein, danke, ich passe. Es tut mir leid. Lass es mich wieder gut machen. Ich mache wirklich, wirklich alles, Hanna. Sag einfach nur, was ich machen soll. Außer jetzt was mit Füßen. Wusstest du, dass Malte eigentlich Malte Tillmann Marian heißt? Du bist echt der letzte Mensch, von dem ich sowas erwartet hätte. Hannah, hast du vielleicht Lust, mit mir ins Insektenmuseum zu gehen? Ja, ich will. Du weißt schon, dass das bedeutet, dass wir ganz viele Selfies mit Vogelspinnen machen. Da kommst du nicht mehr raus aus deiner Nummer. Okay, let's go, Tommy. Kommst du, Tommy? Ist eine Zusage. Was? Yes! Hier steht, dass du Französisch können musst. Du hast also gelogen, um an diesen Job zu kommen. Bin gespannt, wie du da wieder rauskommen willst. Das kann ich ja noch lernen. Ich pack das. Französisch ist toll. Also, buenos dias, muchachos. Das ist Spanisch.